Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Hey, 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 hey. Remember me for centuries. Im festlichen Rahmen des Studio 44 der österreichischen Lotterien wurde die erste Judo-Gala gefeiert. Der österreichische Judo-Verband ehrte dabei verdiente Sportler und Funktionäre. Nationaltrainer der Frauen spricht über den nicht ganz einfachen Anfang seiner Ära. Na, wenn wir von Anfang an anfangen wollen, dann müssen wir vor 10 Jahren anfangen, wo ich an die gekommen bin. Da habe ich nämlich die Damen bekommen in Mattighofen und habe gedacht, mein lieber Schwan, was hast du denn da jetzt vor? Jetzt kommst du hier nach Österreich und da stolpern sie alle rum mit einem grünen und blauen Gürtel. Und so hat es eigentlich angefangen und seitdem begleite ich ja die jungen Damen. Mittlerweile waren sie bei Olympia. Österreichs 5 Judoka waren bei den Olympischen Spielen in Rio mit den Plätzen 5 und 7 recht erfolgreich. Aber nach Olympia ist vor Olympia. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 4 Jahre bis Tokio, weil wir haben jetzt sehr viel bewegt im Nachwuchsbereich. Und Olympia haben wir einen jungen Schwergewichtler gehabt und einen, der was gleich alt ist wie ich, der Lupo. Da haben wir gewusst, es wird hart, aber wir haben sie hingebracht und jetzt heißt es einfach die nächsten 4 Jahre arbeiten. Hinter sportlichen Erfolgen stehen engagierte Funktionäre, allen voran der Präsident, der vor kurzem zum 3. Mal wiedergewählt wurde. 2004 hat man mich dann eben um die Präsidentschaft gefragt, das konnte ich mir damals noch nicht vorstellen. Aber jetzt bin ich sehr motiviert mittendrin, es ist ein Teil meines Lebens geworden. Ich habe viele Erfahrungen gehabt und habe auch viele Freunde quasi dadurch erhalten. Aber ich hoffe, ich habe einen Schritt beigetragen, auf eine Basis, von der Basis man dann weitergehen kann in eine Neuentwicklung. Das ist das Ziel, was ich habe. Und dass man sagen kann, ja, der hat uns weitergebracht und wir arbeiten von dort weiter. Ernst Raser war einer derjenigen Funktionäre, der mitverantwortlich war, dass Damen-Judo olympisch wurde. Dafür und für seine lange Tätigkeit als Funktionär und Trainer wurde ihm jetzt der 9. Dan verliehen. Es war ein Kampf, weil man damals gegen Frauen-Judo eingestellt war. Und wir mussten es erst etablieren und salonfähig machen. Wie es dann, als er etabliert war, durch die großen Erfolge, dann war natürlich jegliche Unterstützung da. Aber am Anfang war es natürlich auch ein Kampf und vor allem international. Wir haben lang gekämpft, dass Frauen-Judo olympisch wird.